haben Sie das Wort E-Lecture vielleicht schon öfter gehört und fragen sich, was soll es überhaupt sein? Was ist das? Was passiert in so einer E-Lecture eigentlich? Damit Sie Antworten auf diese Fragen bekommen, haben wir dieses kleine Video zusammengestellt und zeigen Ihnen so in aller Kürze alles Wissenswerte rund um die E-Lectures. E-Lectures sind Webinare, das heißt einstündige multimediale Online-Vorträge, die Sie virtuell ganz einfach über den Browser im Internet besuchen können. Den Link, also die URL, die Sie dafür ansteuern müssen, finden Sie jeweils im Detaileintrag Ihrer E-Lecture unter www.virtuelleph.at/e-lectures. Wenn Sie diesen Link ansteuern, kommen Sie auf eine Seite mit einer Eingabemaske, wo Sie Ihren Vor- und Nachnamen eingeben. Sie betreten den Raum immer als Gast, es ist kein Login nötig. Die Co-Moderation dieser E-Lecture lässt Sie gleich in den Raum ein. Hier in der Teilnehmerinnenliste sehen Sie sich selbst und weiter oben die Referentin oder den Referenten und die Co-Moderation. Sie können Ihren Namen noch ändern, sollte Ihnen da ein Fehler unterlaufen sein beim Login. Ansonsten sollten Sie bereits Ihre Referentin sprechen hören und es kann in Kürze losgehen. Nicht vergessen, E-Lectures sind synchron, das heißt zu einem fixen Zeitpunkt, an dem Sie im virtuellen Lernraum anwesend sein müssen. Das Programm läuft ganzjährig. Die Vorteile? E-Lectures sind kostenlos, Sie können sie ohne Genehmigung besuchen und Sie können sich österreichweit vernetzen, während Sie smarte Inputs von Expertinnen aus der Praxis erhalten. Zurück zum virtuellen Lernraum und was dort passiert. Rechts oben sehen Sie, wenn vorhanden, die Webcam Ihrer Referentin oder Ihres Referenten und links sehen Sie das Freigabefenster, in dem eine Präsentation gezeigt werden kann, aber auch Videos oder Desktop-Freigaben. Sie können aber nicht nur zuhören und zusehen, Sie können sich auch zu Wort melden. Posten Sie doch einfach eine Chatnachricht und begrüßen Sie die anderen Teilnehmerinnen. Jetzt wissen Sie vielleicht schon eher, was mit interaktives Fernsehen gemeint ist. Nutzen Sie Ihre Chance, Fachexperten und Expertinnen auf den Zahn zu fühlen, Fragen zu stellen, die Sie immer schon fragen wollten, und sich zu informieren. Und dann gibt es ja noch die Intelligenz der Gruppe. Sie profitieren vom Wissen aller Anwesenden. Ob Sie die 10 besten Online-Tools für den Unterricht kennenlernen wollen, eine Software mal richtig nutzen lernen, ob Sie wissen möchten, was der Flipped Classroom Ihnen bieten kann oder Inputs zu unterrichten mit Tablets brauchen, bei den E-Lectures finden Sie garantiert spannende Themen. Und nach der E-Lecture? Häufig werden Ihnen am Ende der E-Lecture noch Downloads zur Verfügung gestellt, wie etwa die PowerPoint. Wenn Sie in PR Online angemeldet waren, erhalten Sie zudem eine Teilnahmebestätigung über 1,33 UE im Rahmen der Lehrerinnenfortbildung. Über die erfolgte Ausstellung werden Sie ca. 2 Wochen nach Abhaltung der E-Lecture benachrichtigt. In diesem Benachrichtigungs-E-Mail finden Sie auch den Link, um auf die Aufzeichnung dieser E-Lecture zugreifen und diese nachsehen zu können.